Akademisches Viertel, Swish, MLP Academics, L-E-U und RNZ. Auf geht's! Herzlich willkommen zum Akademischen Viertel, der Academics Podcast der RNZ. Academics Podcast der RNZ. Swish. Herzlich willkommen zur 5. Folge des Akademischen Viertels. Mein Name ist Jürgen Berger und ich bin sowas von froh, dass das lästige Vorgeplänkel endlich vorbei ist. Oh ja. Mit mir im Studio in der Neugasse mein Kollege Nico Beck. Dem geht's, glaube ich, ähnlich wie mir. Der ist auch sehr, sehr froh, ja, dass wir endlich wirklich über Basketball, über Pflichtspiel, Bundesliga-Basketball sprechen können. Kann's kaum erwarten. Und dann ist es ja mit dem richtigen Spektakel losgegangen. Die ersten zwei BBL-Spiele der Academics sind rum. Das erste Heimspiel gegen Alba Berlin haben sie mit 81-90 verloren. Und dann in Rostock ging es richtig rund am vergangenen Sonntag. 113-122 nach doppelter Verlängerung. Mehr Drama geht fast nicht. Fast schon so wie in der letzten Saison. Hatten wir das ja auch ein paar Mal. Und ja, also wir freuen uns richtig, da einzusteigen. Und als kleine Info vorweg, in unserer Halftime haben wir die neueste Heidelberger Basketball-Legende, um sie mal so zu nennen. Shai Eli hat meinem Kollegen Nico Rede und Antwort gestanden nach seiner Verabschiedung am Donnerstag. Aber Nico, das ist dein Part. Tip-off. Erzähl mal, wie es war. Du warst live dabei. Also ich merke schon, oder ihr merkt schon, wir haben eine ganze Menge zu besprechen. Zwei Spiele erst gespielt, aber man braucht schon wieder ein richtig dickes Fell als Fan der MLP Academics. Emotionale Momente, Spektakel ohne Ende, Thriller, diesmal ohne Happy End. Also fangen wir einfach mal jetzt beim Spiel in Rostock an, am vergangenen Sonntag. Also eine Partie, die man eigentlich nicht verlieren darf. Nicht, weil Rostock jetzt ein Abstiegskandidat wäre oder die Heidelberger da als krasser Favorit hingefahren sind, sondern weil sie einfach so überlegen waren. Individuell, aber auch teamtaktisch waren sie einfach klar die bessere Mannschaft, waren eigentlich permanent in Führung und man hat nur so auf den Moment gewartet, dass sie jetzt die Rostocker endgültig abgeschüttelt haben. Und da hatten sie auch die ein oder andere Chance dazu, aber dieser finale Moment kam einfach nicht. Also mal als Beispiel, das war Mitte des dritten Viertels, da hat Akeem Vargas einen Dreier getroffen und sein Gegenspieler ein unsportliches Foul gepfiffen bekommen. Da waren sie 15 vorne, haben einen Freiwurf bekommen, haben nochmal Ballbesitz bekommen. Also das war so eine Situation, wo man dann denkt, Mitte, drittes Viertel, jetzt legt halt nochmal einen nach und dann ist die Messe fast schon gelesen. Aber irgendwie haben es dann doch die Rostocker jedes Mal wieder geschafft, sich zurückzukämpfen, was auch an der Heidelberger Treffsicherheit lag, sagen wir es mal so. Die war ausbaufähig und wie es dann halt oft im Basketball so ist, ne? Die eine Mannschaft, die da ums Überleben kämpft, die Stimmung, das Momentum in der Halle, das war ganz klar auf Seiten der Rostocker und dann geht halt so eine Partie leider verloren, obwohl man eigentlich eine super Leistung gebracht hat und natürlich kann man da trotzdem jetzt auch viel Positives rausziehen. Timeout. Diese Folge präsentiert das Team von Mahler Egg. Seit 1905 spielt Mahler Egg in der ersten Liga für die Verschönerung und Sanierung ihrer Immobilie. Innen und außen. Mahler Egg. Ihr Haus, ein Partner. Mehr Informationen auf maler-egg.de. Also fangen wir einfach mal bei Paul Zipser an. Ja, der hatte ja einen schwierigen Start. Absolut. Der hat im Heimspiel gegen Berlin keinen Punkt gemacht. Hat auch nicht so viel geworfen, aber da hast du einfach gemerkt, ich glaube auch so ein bisschen, was Paul ja auch selbst einräumt, vielleicht die Nervosität oder noch nicht so richtig wohlgefühlt, ne, in diesem Umfeld. Er hat ja gesagt, schon beim Testspiel vor 200 Leuten in der alten Halle war für ihn ganz surreal, dass er da viele alte Gesichter getroffen hat. Das war jetzt natürlich Bundesliga-Auftakt. Ne. 4000 Leute waren da, nicht ganz ausverkauft. Aber war natürlich auch so eine Geschichte, wo man gemerkt hat, naja, gib dem mal wirklich noch ein bisschen Zeit. Der braucht da noch ein bisschen, war vielleicht einfach auch zu viele an Eindrücken in dem Moment. Aber am Sonntag in Rostock, ein super Spiel gemacht, gleich die ersten Punkte der Heidelberger erzielt und am Ende waren es dann 22, eine gute Trefferquote, also hab mit Alex Vogel, dem sportlichen Leiter, nochmal gesprochen, der sagt auch, da haben wir gesehen, was eigentlich noch drinsteckt in Paul Zipser, das, was sie alle gehofft haben, dass er vielleicht wieder in annähernd ans alte Leistungsvermögen anknüpfen kann, das hat er da gezeigt, dass es durchaus machbar ist und das ist schon mal was Positives. Ja, dass du halt jetzt mit 0-2 dastehst, weil die Partie am Donnerstag gegen Alba Berlin, die ging ja auch verloren, wie du schon gesagt hast. Vielleicht jetzt kann man mit der Niederlage ein bisschen mehr leben, ja. Aber ist natürlich bitter, aber jetzt auch kein Beinbruch.
Was macht dir denn sonst noch Mut, wenn du deine Eindrücke noch so ein bisschen sammelst, außer Paul Zipser? Wer von den Neuzugängen hat denn jetzt schon gute Ansätze gezeigt? Auch Licht und Schatten. Also da ist jetzt keiner dabei, wo man sagt, oh, der bereitet mir jetzt richtig krasse Bauchschmerzen. Also die haben alle gezeigt, dass sie in der BBL mitspielen können. Mike McGurl, hatten wir auch schon drüber gesprochen, hatte in der Vorbereitung so ein bisschen Probleme mit seinem Wurf. Hat es aber super gemacht, hat auch in Rostock ein unauffälligeres Spiel gemacht. Aber war kurz vorm Triple-Double. Und das ist jetzt in der BBL ja auch nicht Alltag, sagen wir es mal so. Und gegen Alba 20 Punkte, sogar 6 Assists oder so, und der ein oder andere Turnover zu viel. Also auch da läuft noch nicht alles rund, aber das ist ein Spieler, der kann der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen, gar keine Frage. Jeffrey Carroll, also Alex Vogel hat zu uns gesagt, er wäre ein Streaky-Shooter und wenn er was unter Beweis gestellt hat, dann das, weil gegen Alba ist einfach der Dreier nicht gefallen, aber er hat auch nicht aufgehört. Dann war er bei 0 von 7 am Ende. Ja, und jetzt gegen Rostock ist der Knoten so ein bisschen geplatzt, da waren es dann am Ende 33 Punkte, ja. Also auch der wird uns in Heidelberg hier noch viel, viel Freude bereiten. Isaiah Whaley, super erste Halbzeit gegen Berlin gespielt, auch gegen Rostock unterm Korb gut dagegen gehalten. Auch das ist mit Sicherheit ein Upgrade zur vergangenen Saison auf den großen Positionen. Paul Zipser, ja klar, kann man jetzt auch nicht in jedem Spiel von ihm erwarten, dass er da zweitbester Scorer und 22 Punkte macht, aber ist ja auch defensiv wahnsinnig wertvoll mit seinen langen Armen auf seiner Position. Du hast mich vorhin gefragt, was denn noch Mut macht. Ja, klar, die Partie in Rostock macht Mut. Die hat man verloren, das ist bitter, das ist wahnsinnig ärgerlich. Aber das ist eine Mannschaft in Rostock, die spielen auch um die Playoffs mit. Letztes Jahr 9. gewesen. Da wird auch ein bisschen Geld in die Hand genommen. Das ist mit Sicherheit kein Fallobst in der Liga. Und die hat man, wenn man ehrlich ist, klar dominiert. Man war klar, die klar bessere Mannschaft. Und jetzt kommen wir vielleicht zu dem einzigen Punkt, an dem man vielleicht ein bisschen ansetzen müsste. Hätte man halt den einen oder anderen Dreier mehr reingeworfen, hätte man die Partie auch gewonnen. Aber das ist wirklich in den ersten beiden Spielen, das habe ich selten gesehen. Also die haben eine unterirdische Dreierquote, teilweise auch die offensten Würfe liegen gelassen. Ich bin mal in die Statistiken eingetaucht. Die MLP Academics der Saison 23-24 sind nach 2 Spieltagen, zugegeben sehr, sehr früh, auf einem historischen Kurs. Die haben in den ersten beiden Spielen, ja, in Rostock gab es 2 Overtimes, das heißt, da spielt man auch mal 10 Minuten länger, haben die 94 Dreier genommen. Wenn man jetzt weiß, dass es in der Geschichte der BBL erst insgesamt 7 Teams gab, die in einer Saison mehr als 1000 Dreier geworfen haben. Und das auch nur sehr, sehr knapp. Also ich glaube, Rekord hält Bonn 21-22 mit 1128 Dreiern um. Das wollen wir schon genau bleiben. Auch die Heidelberger haben letztes Jahr die 1000 Dreier geknackt mit 1060, also Dreier versuchen. Ne? Und wenn du das mal hochrechnest, dann sind halt 94 in 2 Spielen. Also das würde ja, wenn das so weitergehen würde, würde es ja sämtliche Dimensionen sprengen. Ja? Dann hätten sie nach 10 Spieltagen ihre 1000 Dreier schon knapp. Problem ist halt nur, sie treffen halt noch nicht mal jeden dritten aktuell. Gerade gegen Rostock war das also mit 15 von 52. Also das ist eine absurde Statistik irgendwie. Eine Quote von dann 28-29%. Und auch gegen Berlin war es nicht viel besser. Da waren sie knapp über 30. Aber das muss besser werden. Gerade wenn du so ein Volumen schießt. Ja klar, die haben auch Offensiv-Rebounds geholt. Sowohl gegen Alba als auch gegen Rostock waren sie da stark. Das heißt, dann kannst du dir auch den einen oder anderen Fehlwurf mehr erlauben. Aber auf Dauer muss da natürlich an der Trefferquote gearbeitet werden. Kommt aber wahrscheinlich auch von alleine, weil, wie gesagt, gegen Rostock waren da viele Offene dabei und die Academics haben kompetente Distanzschützen in ihren Reihen. Aber, also gerade wenn man sich das mal vor Augen führt, ne, was ich eben vorgelesen habe, ja, habe ich so noch nie erlebt. Also gerade wenn man eine schlechte Shooting Night hatte, wie Donnerstag gegen Alba, zu sagen, jetzt schießen wir aber erst recht, umso mehr drauf. Und da waren teilweise auch Dinge, Ball vorgetribbelt gegen 2 Mann hoch, Jeffrey Carroll, ja, hat auch unseren finnischen Freund Jonas Isalo, der hat das ein oder andere Mal zur Verzweiflung gebracht mit seinem schnellen Abschluss. Aber wenn sie künftig dann fallen, dann haben wir mit Sicherheit wieder die Spektakel-Heidelberger am Start. Ja, es kann ja eigentlich nur besser werden. Und der Dreier ist ja auch ein essentieller Bestandteil des Systems von Jonas Isalo. Jetzt haben wir die Statistiken sehr ausführlich bemüht und die Emotionen, die sind ja auch noch irgendwie vorhanden, weil es gab ja diesen besonderen Moment gegen Alba, als Shai Ilai verabschiedet worden ist. Da hast du bestimmt auch eine kleine Träne verdrückt.
Ja, eine Träne habe ich nicht verdrückt, aber es war eigentlich ähnlich wie vor 2 Jahren, als Frankie Ignatovic sein letztes Heimspiel hatte. Das ist dann schon, also auch wenn man natürlich neutral darüber über den Club berichtet, aber du bist lange dabei, du kennst die Protagonisten und dann ja, das fasst dich an. Also will ich jetzt auch gar nicht verneinen. Haben sie super gemacht, die Heidelberger, also großes Kompliment an die Organisation. So verabschiedet man einen Spieler wie Shai Ilai, nämlich so, dass man vielleicht gar nicht mehr drüber nachdenkt oder es einem gar nicht mehr so bewusst ist, dass ja eigentlich Shai Ilai gerne weitergespielt hätte, aber die Heidelberger gesagt haben, ne, sorry, aber für dich haben wir keinen Platz mehr. Ne? Also es ist ja eine harte Entscheidung und mit Sicherheit hätte sich Shai Ilai auch eine andere Entscheidung gewünscht, noch vor ein paar Monaten. Aber also wir sind halt nun mal hier in einem harten Wettkampf und im Profisport. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. Und dann zu einem verdienten Spieler, dem trotzdem noch einen würdigen Abschied zu schenken, war eine super Sache. Gab eine kurze Ansprache vor dem Spiel von Matthias Laudenschläger. Der hat ja auch eine persönliche Bindung zu Shai Ilai, war sein Trauzeuge unter anderem. Und klar, Ovationen gab es für Shai Ilai selbst auch. Überraschend, viele seiner ehemaligen Mitspieler waren da, waren eingeladen und kamen mit aufs Feld. Und da gab es eine Videobotschaft. Frankie Ignatovic natürlich wieder. Er hat ihm gesagt, du hast mich zu einem besseren Trainer gemacht, aber du hast mich auch zu einem besseren Menschen gemacht. Ich liebe dich. Hui, also es waren schon, deswegen, weil wenn du sagst, eine Träne verdrückt, das waren schon emotionale Momente. Aber ich würde sagen, wir hören es auch gleich mal rein, was Shai danach im Interview mit mir so von sich gegeben hat. Da bin ich sehr gespannt. Halftime. Shai, well, talk us a little bit through your emotions before the game. I was a mess, a complete mess. I was really nervous and I'm just very, very thankful that I was able to come back with my family and I'm happy that the team, I guess, recognized me and made this big gesture towards me and I'm just very, very thankful and I'm blessed. What did you know about the evening? Did you know that all your ex-teammates would be here and the video? No. Frankie? So I had, I knew that there would be a video, but I didn't know like the details or who would be in the video. And I definitely didn't know about all my other teammates. And I thank each and every one of them for coming. And this whole experience has just been incredible. And I can't say enough. I'm only happy to be here. I enjoy being in the stands and seeing all the fans and being able to support the team. Very, very happy. But how tough was it to watch the game actually from the outside tonight? It wasn't very tough at all. I enjoyed it. You know, I'm retired now. I've given my all to basketball. I've had a great career. Now I'm totally satisfied with just watching. And okay. It wasn't tough at all. So definitely no other challenge, maybe physically, in another country? No. I've played my last basketball professionally. Okay. I'll always be around the game. I'll always play and shoot and do things like that. But as far as this kind of high-level competitive basketball, Nishmere. Maybe in the second league, I talked to Frankie the other day, and yep. He said, well, there's still a little bit hope left that maybe you want to play for Gießen at some time. Frankie said that? Yeah. No. No. Garnish, no. Okay. No. But so, best of luck to Frankie, and he had a good win against Crouzheim in the Pokal. So, but no, my playing days are over. So what's going to be the next challenge for Shai Ilai? Good question. So right now I'm in Elternzeit until next year, and I'm preparing right now to take the FIBA agents license test in November. So right now I'm just taking a break and spending time with my family, my kids, and been very, very nice. And yeah, that's pretty much it for now. I guess everybody in Heidelberg wants to know. You always said this has become a second home to you. Yes. So where will we see Anna and Shai in the future? Is it Heidelberg? I have the feeling it will. I mean, I was talking to Anna earlier and I said, over the years, there's been a couple different occasions where I've tried to leave Heidelberg and try to play somewhere else in different countries, different teams, but something always brings me back here. And we love the city. Obviously, it's very, very important to us. And I think I have a feeling in the future that we'll end up living here. I don't know how that's going to be, but I just have the feeling. All right. Thank you so much. Thank you.
Kernaussage natürlich, er ist retired officially. Professioneller Basketballer Shai Ilai hat sich hiermit erledigt. Macht das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen besonderer, dass er sein letztes Profispiel im Academics-Trikot gemacht hat. In jenem Trikot, das eben jetzt unter der Hallendecke hängt und die Nummer 5, seine Rückennummer, erstmal nicht mehr vergeben wird. Und er hat natürlich gesagt, für ihn auch emotional heftige Momente. Er hat gesagt, er war vor der Partie völlig durch. Er wusste auch gar nicht so genau, was passiert. Er wusste, dass es da ein Video geben soll, aber was da gesprochen wird und dass seine Teamkollegen da sind, war für ihn auch neu. Und natürlich habe ich ihn gefragt, wie es jetzt weitergeht. Auch das noch so ein bisschen offen. In Elternzeit ist er aktuell gerade. Er hat ja mittlerweile 2 Kinder, Henry, Imari und Ruby J. Und wird aber im November einen Test machen, wird eine Spielagentenlizenz beantragen. Und was natürlich alle Academics-Fans und eigentlich auch alle Heidelberger total freut, mich auch, dass er sagt, er weiß zwar noch nicht so ganz genau, wie es sich dann fügen wird, aber er geht fest davon aus, dass die Zukunft, zumindest die mittelfristige, von ihm und seiner Frau Anna in Heidelberg sein wird. Und zeigt ja schon, was das für eine Bindung ist. Ne? Wenn US-Amerikaner in Indiana ist er geboren, wenn der dann irgendwann mal sagt, nee, Heidelberg, Heidelberg is home. Ja? Hat natürlich auch noch seine Grüße und seine Dankbarkeit gegenüber Frankie ausgedrückt. Ist ja so ein bisschen sein Ziehvater gewesen, der Basketballerische. Und wünscht ihm natürlich auch alles Gute. Aber er muss ihn leider enttäuschen. Also mit einer Wiedervereinigung in Gießen in der Pro A zwischen Frankie Ignatovic und Shai Ilai wird es nichts mehr werden. Ja, aber bestimmt wird er, wenn er wirklich da mal dauerhaft seine Zelte hier in Heidelberg aufschlagen wird, bei den Academics auch mal in der Halle vorbeischauen. Ja, definitiv. Crunch Time! Und wenn wir jetzt nach vorne blicken, am Samstag ist erstmal nur sein Trikot unter der Halle wahrscheinlich, wenn die Academics im nächsten Heimspiel gegen Oldenburg aufschlagen und ja auch ein bisschen unter Druck vielleicht schon sind, wobei Oldenburg natürlich auch ein tougher Gegner ist, haben das Ziel Top 4. Was erwartest du? Ja, was erwarte ich? Also, dass man mit einem 0-3-Start dastehen könnte, war vorher ja allen bewusst. Jetzt hat man halt gegen Alba die Sensation oder die Überraschung verpasst und gegen Rostock eine bittere Niederlage kassiert, die unnötig war. Und jetzt ist man halt gegen Oldenburg wieder mal Außenseiter. Und du hast dich mit Oldenburg schon mal ein bisschen beschäftigt. Du wirst ja auch am Samstag dann in der Halle sein. Trotz Heimspiel, trotz toller Atmosphäre, trotz wahrscheinlich wieder 4000 Fans oder mehr, Favorit sind die Heidelberger mit Sicherheit nicht. Nee, man muss ja auch sehen, Oldenburg haben zwar zum Liga-Auftakt in Braunschweig knapp verloren, haben aber die großen Bayern am letzten Wochenende zu Hause mit 77-67 bezwungen und da schon Eindruck gemacht. Das ist eine Mannschaft, der kann man was zutrauen. Und vor allem gibt es wieder einen emotionalen Moment, weil Prackett Chapman, du kennst ihn sicherlich auch noch aus dem ersten. Sein Spitzname B, hat er mir erzählt in einem der ersten Gespräche. Lässiger Typ. Ja, war auch einer der wichtigsten Spieler im ersten Bundesliga-Jahr nach dem Aufstieg. Und den hat Oldenburg mal locker flockig aus Japan zurückgeholt, wobei Prackett damals gesagt hat, er müsste, um mal die Familienkasse ein bisschen aufzubessern, erstmal ins Ausland. Also das heißt auch, dass die Finanzkraft von Oldenburg eine ganz andere ist. Und er hat jetzt aber, muss man sagen, gegen Bayern jetzt eher eine Nebenrolle gespielt. Da standen andere im Rampenlicht. Auffällig seine Frisur. Er hat so die Marge Simpson-Gedächtnisfrisur, wenn man die Serie so ein bisschen guckt. Er wirkt wie 2,30 Meter. Aber da gibt es noch andere, auf die man schauen muss. Neben dem Bekannten, Dwayne Russell, der absolute Aufbau-Wirbelwind in der BBL, einer der besten Spieler. Haben sie jetzt mit Charles Manning Jr. einen Combo-Guard geholt, 1,96 groß, hat das letzte Jahr in Serbien gespielt. Der hat gegen die Bayern, der hat den 20 Punkte eingeschenkt, war der Topscorer. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen fragen, gegen welche Bayern? Bayern 1 oder Bayern 2? Ja, Bayern 3 plus Weltmeister reloaded, sozusagen. Ja, aber also kurz, wenn wir jetzt nicht über Bayern München reden, aber hast du dir mal den Kader von Bayern München angeschaut? Das ist ja Wahnsinn. Die werden, bin ich mir relativ sicher, im Laufe der Saison dann mal 2 Teams bilden. Ja, und dann ist halt, die eine Mannschaft spielt in der Euroleague und die andere spielt in der BBL. Also das ist wirklich ein Brett. Ja, die haben sich vor allem in Oldenburg mit der offiziellen Begründung, Serge Ibaka, NBA-Champion von 2019 mit Toronto, der wurde geschont. Ja, klar. Im Endeffekt ist es nach hinten losgegangen, aber unabhängig davon, also das ist schon krass, wie die da, Isaac Bonga und Andy Obst, die beiden Weltmeister, waren die besten Werfer. Da gibt es aber noch einen Nils Giffey und dann gibt es noch einen Elias Harris. Also es gibt Leute,
Gleich versprochen, wir kommen gleich zurück zu Oldenburg, aber dieser Exkurs muss erlaubt sein. Es gibt Leute, die meinen, Bayern München könnte auch nur mit ihrer deutschen Rotation zumindest in den Playoffs eine gute Rolle spielen, vielleicht sogar um den Titel mitspielen. Das ist ein BBL, für BBL-Verhältnisse ist das ein All-Star-Team. Ja, aber zurück zu Oldenburg, wenn wir jetzt auf den nächsten Academics-Gegner nochmal schauen, also sie haben auch eine ganz gute deutsche Rotation, eine interessante Rotation. Sehr tief, gut. Vor allem auch, ja. Ja, unter anderem Lukas Wank vom BBL-Absteiger Frankfurt Skyliners geholt oder Len Schormann, auch einen sehr spannenden jungen Mann, Aufbauspieler aus Hamburg. Also denen ist auf jeden Fall auch was zuzutrauen. Und ich meine, die Academics haben gegen Oldenburg auch schon sehr gut ausgesehen, wenn sie letztes Jahr auch im Pokal und in der Liga. Der Academics ist schon was zuzutrauen, aber sie müssen halt wirklich die Dreier treffen und voll da sein. Also da muss schon alles passen, um dem Favoriten auch ein Bein zu stellen. Tim Coleman, hab ich gerade heute Morgen vor der Aufnahme nochmal versucht, kundig zu machen. Also die Hoffnung besteht noch, dass er sein Debüt in dieser Saison geben kann. Ist er wieder am Knie verletzt und die Oldenburg-Partie ist zumindest mal noch nicht ausgeschlossen. Bauchgefühl hat mir jetzt so gesagt, naja, vermutlich eher erst eine Woche drauf, aber gut, noch hofft man. Und wird natürlich auch spannend zu beobachten sein, was dann mit Niki Würzner passiert. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, das hast du mir vorhin erzählt. Partie in Rostock hat er gar keine Einsatzzeit gehabt. Ja. Alex Vogel hatte uns in der letzten Podcast-Folge erklärt, dass Niki eine sehr gute Vorbereitung hatte, dass er jetzt auch eher als Flügel zum Einsatz kommt, nicht mehr als Aufbau. Muss man mal schauen, was die Gründe waren, warum er in Rostock nicht gespielt hat. Ich habe auch im Laufe der Vorbereitung zweimal mit ihm gesprochen und hat da durchaus den Eindruck gemacht, dass er top motiviert ist und nach dieser schwierigen letzten Saison, wo er oft verletzt war, Handgelenk, glaube ich auch nochmal Corona gehabt, also auf jeden Fall wirklich eine Saison zum Vergessen gespielt. Der sollte dieses Jahr alles ein bisschen anders werden und gegen Alba hat er auch ein paar Minuten gesehen, aber du hast eben das Entscheidende gesagt, er soll jetzt künftig auf dem Flügel spielen, weil natürlich Aufbau, Mike McGurl ist gesetzt und Bennett Hund macht es super. Rostock ist nicht mehr ganz so auffällig, aber auch gegen Berlin für mich einer der Spieler des Spiels. Da ist einfach kein Platz mehr in der Rotation. Aber wenn jetzt Tim Coleman natürlich auf den Flügel zurückkehrt, sehe ich da jetzt auch nicht unbedingt mehr Minuten für Niki Würzner. Also der muss sich da irgendwie zurück in die Rotation kämpfen. Sind wir mal gespannt, ob es vielleicht schon am Samstag wieder funktioniert. Ja, drücken auf jeden Fall die Daumen. Gut, haben wir sonst noch irgendwas über Oldenburg, was wir besprechen müssen? Ja, der Trainer Petro Kallis, natürlich einer der vielleicht besten Trainer der BBL. Finde ich übrigens auch total spannend, ja, bin ich bei dir. Mich würde mal interessieren, ob es das schon mal gab, dass es mal hieß, der Trainer von, keine Ahnung, XYZ, ja, Kreilsheim, einer der schlechtesten Trainer der BBL. Ja, weißt du, also das sind so diese Standardfloskeln, aber ja, das sagt man wahrscheinlich dann über jeden. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, falls die Donnervögel da in Oldenburg, falls die auch einen Podcast haben, dann werden sie vielleicht gerade da sitzen und sagen, Jonas Iserloh, mit Sicherheit einer der spannendsten Trainer in der Basketball. Ja, da hast du mich jetzt erwischt, ja. Nee, Bestes vielleicht falsch, aber ich glaube, dass Petro Kallis sicherlich zu den innovativsten Trainern gehört, ja auch einen ähnlichen Spielstil, wie Jonas Iserloh pflegt. Also ich glaube, die beiden, die könnten auch gut irgendwie so zusammensitzen und über Taktiksachen und alles so reden, hätten, glaube ich, viele Gemeinsamkeiten. Können die Salzstreuer wie Guardiola und Tuchel damals hin und her schießen. Ja, so ungefähr, mit einem kleinen Basketballkörbchen oder so. Ja. Ah, wir werden sehen, wer am Samstag der Bessere ist. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Nächste Floskel, jedes Spiel ist wichtig. Aber ich glaube der erste Sieg ist aber besonders wichtig. Ja, und da bin ich bei dir. Und ich glaube, es wird auch ein attraktives Spiel werden. Das ist sowieso was auffällig war. Die BBL ist eine super attraktive Liga. Da wird schneller, dynamischer Basketball gespielt, Offensivbasketball. Solche Ergebnisse, solche absurden Ergebnisse wie jetzt am Sonntag in Rostock. Du hast vorhin vorgelesen, wie viel war es am Ende? 113-122. Ja, Wahnsinn. Die werden wir jetzt nicht jeden Tag sehen, ja, zugegeben. Aber Spektakel ist garantiert und die MLP Academics mischen da kräftig mit. Also da dürfen wir uns auf eine spannende Saison freuen. Wir haben ja erfahren, dass es vor dem Aufstieg durchaus den einen oder anderen Zweifel gab, ob die Heidelberger eine Bereicherung seien für die erste Liga. Das haben sie mehr als unter Beweis gestellt, auch in dieser Saison. Spiele der Academics zu sehen, das lohnt sich. Das ist ein schönes Schlusswort und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal an unseren kleinen Basketballkorb und versuchen mal so ein paar Tischtennisbälle rein zu versenken. Genau, das machen wir. Wir spielen jetzt mal ein schnelles One-on-One. 21 oder was, haben wir früher mal gesagt, ne? Ja. Marcus Camby, keine Chance. Gut,
Jürgen, es hat mir Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war's mit Akademisches Viertel, der Academics Podcast der RNZ. Academics Podcast der RNZ.